Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hayat Box von Raiz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hayat von Raiz, das Ganze am 12. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Raiz. Das Ganze wurde online verkauft als Bundle. Und umso mehr freut es mich, dass wir jetzt hier tatsächlich eine Box haben. Auch wenn es eher so eine schlichte Kartonbox ist. Aber selbst die ist mir dann deutlich lieber als einfach so ein Plastikbeutel oder so eingeschweißter Bundleinhalt. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir uns die Box mal im Detail an. Also wie gesagt, wir haben hier das Bundle, das hier in einer Box kommt. Es ist so eine schlichte braune Kartonbox, gab es früher häufig. Also früher waren echt so, die ersten Deutschrap-Boxen waren sehr häufig genau in diesem Look. Dann haben wir hier einen Sticker aufgeklebt und hier haben wir das Cover. Also wir lesen hier links den Albumtitel, dann rechts den Künstlernamen. Dann haben wir hier noch einen Barcode und das Label abgebildet, Groove Attack Tracks. Daneben auch noch die Katalognummer. Ein Verbraucherhinweis auf Englisch. Dann links das Logo des Künstlers und natürlich der Künstler selbst hier in einem schwarz-weißen Hoodie der Marke Leandro Lopez. Gut, ansonsten hier rundum in diesem schlichten Braun. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. So, und dann kommen wir direkt zum Inhalt. Als erstes haben wir Sticker, ein, zwei Sticker an der Zahl. Dann haben wir eine Autogrammkarte, das Album an sich und ein T-Shirt ist auch mit dabei. Ansonsten hier nichts weiter drin, die Box von innen braun. Machen wir mal wieder zu. So, und dann starten wir direkt mal. Wir haben hier einmal das Shirt, das kommt hier noch in Folie. Das holen wir hier mal raus. So, dann haben wir das Album, das ist natürlich auch in Folie, Sticker und Autogrammkarten nicht. Packen wir zur Seite und dann holen wir auch noch das Album hier aus der Verpackung aus der Folie und dann kann es auch schon losgehen. So, es ist wie gesagt das Debütalbum, das erste Album von Raiz. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase, Cover leicht abgeändert, denn der Verbraucherhinweis ist jetzt hier links neben dem Logo und nicht mehr rechts im Eck. Auf der Seite sieht das Ganze so aus und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Tracks sind es geworden. Wir haben hier Features mit dabei von Noah, dann Lok bzw. LOC. Ich muss ehrlich sagen, diesen guten Mann kenne ich noch nicht. Dann ein Feature von Rata und Cero El Mero. Also 4 Tracks hier mit Feature. Dann hier wieder Groove Attack Tracks, Verbraucherhinweis auf Englisch und darunter dann noch die Infos. Barcode ist ja keiner drauf, denn das Album gab es hier wirklich nur in dieser Box bzw. in diesem Bundle. Also rein regulär das Bundle beinhaltet die CD, aber die CD an sich kann man nicht kaufen. Also physisch wirklich nur in Kombination mit dieser Box, ansonsten nur digital. Dann schauen wir mal ins Booklet. So, was haben wir hier? Einmal den Künstler vor einer besprühten Wand. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer hat geschrieben, wer hat produziert. Darunter die Credits zum Album. Ich muss ehrlich sagen, dieses Raiz-Logo hier mit dieser Krone erinnert mich etwas so an das anfängliche Kollega-Logo. Also Kollega hatte damals auch so dieses K mit der Krone auf der linken Seite, war das damals. Daran muss ich die ganze Zeit denken. So, dann haben wir hier nochmal den Künstler abgebildet mit den diversen Fahnen. Weitere Tracks, weitere Infos und nochmal ein Foto. Das sieht mir, was könnte das sein? Entweder eine S.
Ja, oh ja, ziemlich sicher eine S-Klasse in Maybach. Ja, gut, so sieht das aus von hinten. Dann kommen wir zur Album-CD. Die ist hier in Weiß und Grau gehalten. Hi-Hat lesen wir auch hier wieder. Und auf der Rückseite gibt es nochmal das Logo. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier zwei Sticker mit dabei. Einmal diesen hier. Das ist eben das Logo, was ich meinte, kreisförmig in Schwarz und Weiß. Und einmal diesen hier, Hayat-Sticker, quadratisch in Schwarz und Gold. Eine Autogrammkarte ist ebenfalls mit dabei. Hier haben wir auch wieder den Künstler abgebildet. Schwarze Unterschrift hier. Und auch hier wieder wird ein Kleidungsstück der Marke getragen. Leandro Lopez lesen wir hier. Autogrammkarte kommt im Querformat. Und da gab es scheinbar irgendwie einen Deal zwischen den beiden, denn wir haben es nicht nur auf der Autogrammkarte und auf dem Cover mit dieser Marke zu tun, sondern wir haben hier dann auch noch ein Shirt, so ein ja, Collabo-Shirt, so ein exklusives Shirt, das es, glaube ich, wirklich nur in diesem Bundle, in dieser Box gab. Denn dieses Leandro Lopez-Shirt ist hier mit großem Raiz-Logo in der Mitte. Das Shirt in Schwarz mit weißem Aufdruck. Der Aufdruck hier so ja, im Zentrum, so auf der Brust. Dann haben wir die Rückseite. Die ist komplett in Schwarz. Also hier gibt es keinen Aufdruck oder ähnliches. Und wir haben es bei diesem Shirt, wie gesagt, zu tun mit einem Leandro Lopez. Ist auch hier nochmal entsprechend eingenäht. Dann das Etikett, klar. Und dann haben wir noch so einen Anhänger. Hier lesen wir auch nochmal. Leandro Lopez, Handmade in Portugal. Grüße gehen raus. Also Portugal hat man da auch eher selten bei solchen Boxshirts. Das ist dann doch eher so Bangladesch und ähnliches. So, dann haben wir hier auch nochmal das Logo. Leandro Lopez, Handmade in Europe. Und auf der Rückseite, genau, danach habe ich gesucht. Lesen wir dann noch, wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Gut. Das war's auch schon. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, also rein so von der Optik würde ich sagen Größe L. Dann haben wir die beiden Sticker, einmal quadratisch, einmal kreisförmig. Dann die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Und natürlich das Album an sich im regulären Jewelcase mit insgesamt 14 Tracks und 4 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Hayat von Raiz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raiz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.